Die einzige Möglichkeit, Sterne bei Sonnenschein zu sehen, ist während einer totalen Sonnenfinsternis. Der Himmel muss klar sein und man sollte entlang des Pfades stehen, an dem der Mond perfekt zwischen Sonne und Erde ausgerichtet ist. Wenn der Mond an der Sonne vorbeizieht, verdunkelt sich der Himmel und Sterne werden sichtbar. Es gab bereits viele Fotos von Sonnenfinsternissen, aber dieses hier ist speziell. Es half, eine radikale Idee zu beweisen, die Schwerkraft neu definierte und Albert Einstein berühmt machte. Denn die Sterne auf diesem Foto sind nicht, wo sie sein sollten. Isaac Newton legte das Fundament zum Verständnis des physischen Universums in seiner Principia von 1687. Er definierte Schwerkraft als eine Anziehungskraft zwischen Sternen und Planeten, die sie in ihrer Umlaufbahn hält. Und für über 200 Jahre wurde Schwerkraft als diese anziehende Kraft definiert. Albert Einstein sah das jedoch völlig anders. Laut seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915 ist Schwerkraft keine Kraft zwischen Körpern im Raum, sondern der Einfluss von Körpern auf die Form des Weltraums selbst. Massive Objekte wie die Sonne krümmen den Raum, der sie umgibt. Kleinere Körper, die sich auf einer geraden Linie durch diesen Raum bewegen, werden aufgrund dieser Krümmung umgeleitet. Dadurch umkreist ein Körper den anderen, und wenn Einstein recht hatte, würde dieselbe Krümmung auch den Weg des Lichts umleiten. Betrachtet man also Sterne, die sich hinter der Sonne befinden, würden sie, durch das von der Sonnenschwerkraft abgelenkte Licht, leicht verschoben aussehen. Eine revolutionäre Idee, aber ein großer Konflikt, hielt Einstein davon ab, sie zu testen. Die Welt befand sich im Krieg und obwohl sich Einstein in Deutschland befand, fiel seine Arbeit in die Hände des britischen Astrophysikers Arthur Eddington. Eddington beschloss, gemeinsam mit dem Astronomen Frank Dyson Einsteins Theorie zu testen. Sie wollten eine totale Sonnenfinsternis fotografieren. So konnten sie die Position einer Sternengruppe mit ihrem Foto während des Ereignisses vergleichen. Eine Verschiebung ihrer Positionen würde die Krümmung des Sternenlichts durch die Sonnenschwerkraft beweisen. Die Sonnenfinsternis vom Mai 1919 eignete sich perfekt für dieses Experiment, da sich die Sonne vor einer dichten Sternengruppe befinden würde, den Regensternen. Die Planung begann in 1917 und zwei Expeditionen brachen schließlich von England aus auf, eine auf die Insel Príncipe in Westafrika und eine nach Sobral, Brasilien. Zwei Orte, die auf dem Sonnenfinsternispfad lagen und günstiges Klima hatten. Beide Teams reisten mit starken Fototeleskopen, die detaillierte Fotos auf Glasplatten festhielten. Die Teleskope mussten transportiert und vor Ort zusammengebaut werden. Die Glasplatten waren um 45 Grad angewinkelt, um möglichst viele Sterne einzufangen. Und das war das Ergebnis. Dies ist eine der wenigen erfolgreichen Fotoplatten der Expedition und stammt aus Brasilien. Sie zeigt uns die Sonnenfinsternis im Moment ihrer Totalität, den Sonnenkranz, eine selten zu sehende Protuberanz und natürlich die hellen Regensterne. Eddington verglich die Sterne der Fotoplatte mit einer regulären Aufnahme. Er benutzte ein Gerät, das Objekte auf Fotos mikroskopisch genau ausmessen kann. Der Vergleich zeigte, dass sich die Sterne ungefähr so weit verschoben hatten, wie Einstein vorausgesagt hatte. Auch nach Newtons Berechnungen sollte sich Sternenlicht nahe der Sonne krümmen, jedoch nicht so stark, wie Einstein prophezeite. Eddingtons Ergebnisse zeigten, dass Einstein näher dran lag. Nah genug, um Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zu bestätigen und unser Verständnis des Universums komplett zu verändern. Der Erfolg des Experiments wurde erstmals in der Londoner Times vom 7. November 1919 bekannt gegeben, ein Jahr nach Ende des Krieges. Ein Engländer bewies die Ideen eines Deutschen, die Neuigkeit, dass der Weltraum von Planeten und Sternen verzerrt wird, begeisterte die Welt. Der vorher nur in Physikerkreisen bekannte Einstein wurde über Nacht berühmt. Er blieb für den Rest seines Lebens eine Ikone der internationalen Popkultur und ein Lieblingsobjekt für Pressefotografen.
Für Jahrzehnte wurden weiterhin Sonnenfinsternisse untersucht. Die immer komplexeren Geräte bestätigten weiterhin die Genauigkeit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Die Theorie ermöglichte das Verständnis komplexerer Konzepte wie das der schwarzen Löcher. Dies führte letztendlich zu ihrer ersten Aufnahme im Jahr 2019. Ein Jahrhundert nachdem Eddington Einsteins Theorie ebenfalls mit einem Foto bewiesen und unser Verständnis von Schwerkraft geändert hatte.